Das Modell ist erstmal smarter geworden. Ende Oktober hatte Emily Ratajkowski öffentlich gemacht, dass sie erstmal smarter wird, jetzt ist das Baby da. Über Instagram verkündet das Modell die schönen Nachrichten. Mit einem ganz besonders statischen Video hatte Emily Ratajkowski, 29, Ende Oktober letzten Jahres ihre Schwangerschaft verkündet. Im selben Setting lancierte sie das Cover der Modezeitschrift Vogue, der Babybauch war das schon deutlich erkennbar. Ebenso ansehnlich ist nun auch die freudige Nachricht, dass das Baby auf der Welt ist. Emily Ratajkowski bringt Baby zur Welt. Mit ihren über 27 Millionen Followern teilt Emily nun die schönen Nachrichten der Geburt ihres ersten Kindes. Zu einem Schnappschuss schreibt das Modell. Sylvester Apollo Bear ist auf diese Erde gekommen. Slai cam am 8 martie 21 an dem schönsten, mit liebe erfülltesten Morgen meines Lebens zur Welt. Erstes Baby mit Hermann Bear. Ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten, wollten Emily und ich mein Bär Mkchlard, 33, nicht nur für sich behalten. Sie wollen sich bei der Geschlechterfrage auch nicht festlegen. Mädchen oder Junge. Das soll der Natur selbst entscheiden. În her Instagram story hată die 29, schrie Jane Mahler's hit. When my man und ich freunden sagen, dass ich schwanger bin. Laute ihre erste Frage nach Glückwunsch fast immer. Wist ich, was ich wollt? Wir antworten gerne, dass wir das Geschlecht nicht kennen werden. Bis uns erscheint 18 Jahre alt ist. Modell hatte seine Schwangerschaft mit Fans gefeiert. Über Instagram hatte Emily Ratajkowski ihre Schwangerschaft mit ihren Fans geteilt, hatte immer wieder sexy Nacktfotos gepostet. Auf denen ich Babybauch wunderschön zur Geltung kam. Den Kanal hat sie auch dazu genutzt, mit ihrer Welt in Kontakt zu bleiben. Wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Restriktionen hatte sich Emily während ihrer Schwangerschaft häufig einsam gefühlt. Wie sie einmal sagte,